Hi Leute, in diesem Video möchte ich euch nun zeigen, wie ihr Overlays bewegen könnt. Dazu habe ich mir jetzt hier mal den Background XCT Highway Loop Day rausgesucht. Ihr könnt hier auch einfach in der Suche Loop eingeben, dann findet ihr das schneller. Dann setzen wir uns diesen Background, suchen uns nun ein passendes Auto raus. Ich habe mich jetzt hier für Car Angel Vintage entschieden. Ich setze das hier hinten dran mit Riff und setze nun auch Anna Spot 1.0 im Song 1 at Layer 9. Also am besten schreiben wir auch schon oben bei unserem Overlay schon direkt irgendein Standardwert hinzu, den wir dann nochmal anpassen. Schreiben jetzt hier einfach mal Größe 1 und auf Höhe und Breite 0 und in Zone 1 at Layer 10. Anna möchten wir direkt dann hinter dem Overlay als Beifahrer haben, also setzen wir sie auf Layer 9, schreiben Anna faces right and Anna starts arm cross. Kopieren uns die Zeile, setzen hier noch Alex ein. setzen hier noch Alex ein. Den wollen wir einfach nur ganz normal schauen lassen und setzen ihn auf Layer 8, dass er sich hinter Anna befindet. Gut, dann schauen wir uns das schon mal an. Sehen dann, dass die Größen noch nicht hier so sind, wie wir sie gerne haben wollen. Das heißt, wir gehen auf unseren Directing Helper, nehmen unser Overlay, platzieren das so, wie wir es gerne haben wollen. Kopieren uns die Werte jetzt hier raus. Nehmen unsere Personen, setzen die ebenfalls so, wie wir sie dann haben wollen. Aufpassen, dass die Beine unten nicht rausschauen. Dann ersetzen wir hier noch unseren Spot. Selber machen wir für Alex. Auch hier wieder ein bisschen rumspielen, dass die Größe alles passt. Und hätten dann somit schon ganz normal unser Overlay und unsere Person richtig platziert. Anna können wir vielleicht noch so ein Stückchen. Ah ne, dann schauen die Beine raus, lassen wir sie, wie sie ist. Okay. Jetzt wollen wir ja aber, dass das Overlay sich erst in den Bildschirm bewegt und nicht direkt zu sehen ist. Dazu kopieren wir uns jetzt als erstes den Spot von Alex hier nach unten und den Spot von Anna noch hier nach unten. Jetzt sagen wir, dass Alex sich zu diesem Spot bewegen soll. Walks to in 3 Sekunden. Dasselbe machen wir für Anna. Jetzt wollen wir noch, dass Alex dabei nach rechts schaut. Auch dasselbe machen wir für Anna. Dabei soll Alex ganz normal dieses Idle ausführen. Und Anna soll dabei ihre
Arm crossed weiter ausführen. Alex und Anna sollen das parallel machen. Daher beginnt Alex' Aktion, indem wir hier schon das Unzeichen statt das Ad-Zeichen setzen. Annas Aktion lassen wir aber voll ausführen, bevor es weitergeht. Diese Größe von unserem Overlay, die nehmen wir nun und setzen die bereits schon hier oben ein. In unseren Background, also unser Start-Overlay, welche Größe das haben soll. Auch die Höhe 63 können wir hier übernehmen. Danach können wir jetzt die Erstellung unserer Größe erstmal löschen. Und wir können hier hinten dran auch noch in 3 Sekunden schreiben. Also in dieser Zeile, um das kurz zu erklären, wir haben hier erstmal den Befehl, dass wir ein Overlay ansprechen wollen, also Add oder End Overlay. Dann haben wir den Namen unseres Overlays, in dem Fall das Auto. Shifts to, also wir wollen es bewegen in der Breite und in der Höhe, also auf der horizontalen und in der vertikalen, wollen wir es jetzt auf minus 228 bewegen und die Höhe 63. Da wir hier oben schon 63 gesetzt haben, verändert sich nichts in der Höhe. Aber aktuell hätten wir jetzt von unserem Platz 0, würde unser Overlay jetzt nun an den Platz minus 228 sich bewegen innerhalb von 3 Sekunden. Auch hier setzen wir noch ein Unzeichen, da wir wollen, dass das zeitgleich passiert, während Alex sich bewegt und Anna sich zu seinem Platz bewegt. Als nächstes nehmen wir jetzt unseren Zoom-Helper und zoomen heraus aus unserem Bild. Wir merken uns vorher, wo ungefähr unser Auto aufhört. Das ist jetzt hier. Und wenn wir rauszoomen, dann nehmen wir unser Wagen und schauen natürlich, dass er weit genug drüben ist. Versuchen ungefähr die Höhe beizubehalten. Im Notfall, wir können ja auch hier sehen, es soll auf 63 bleiben. Und haben jetzt hier den Wert, den wir als Startwert angeben. Also diese minus 542 ist jetzt hier unser Start. Minus 542. Jetzt müssen wir nur noch unsere Anna wieder ungefähr dahin setzen, wo sie auch später sitzen wird im Wagen. Auch hier können wir einfach diesen Höhenwert 307 können wir einfach so belassen und verändern einfach nur diese minus 261, dass sie halt so viel links vom Bildschirmrand sitzen soll. Bei Alex dasselbe Spiel. Wir setzen ihn ungefähr dahin, wo er sitzen soll. Wir ignorieren die Höhe einfach. Also jetzt haben wir jetzt hier beispielsweise 306, aber wir lassen die 310 im Skript, da das dann einfach flüssiger aussieht und nehmen nur ungefähr diesen Wert von der horizontalen, wo er sitzen soll. Und zwar sind das hier die minus 225. Wir haben also jetzt unser Overlay weiter nach links versetzt als den Punkt, den wir eigentlich später haben wollen. Auch unsere Person haben wir dann dem Overlay angepasst, haben aber diesen Wert, den wir später erzeugen wollen, also wo unser Overlay sich befindet und unsere Person sich befindet, hier nach unten versetzt. Lassen unsere Personen da sich hinbewegen, indem wir es Does It While ohne diese Laufaktion, sondern mit einer ganz normalen Behavior-Funktion ausführen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sollte das eigentlich funktionieren, dass jetzt unser Auto innerhalb von 3 Sekunden mit den beiden hereinfährt. Bevor es dann im Skript weitergeht. Also mit diesem Shift-Tool könnt ihr euer Overlay bewegen, mit den Directing-Helper, Overlay-Helper, Zoom-Helper, Spot-Helper könnt ihr euch da ideal eine Hilfe schaffen, um das einfacher umzusetzen. Ich denke, das Thema Overlays ist schon ein bisschen intensiver, also da müsst ihr bestimmt euch nochmal einfach ein bisschen ausprobieren, bis das dann
klappt, aber ja, habt ihr jetzt schon mal ein Beispiel, wie das möglich ist, Overlays zu verschieben. Falls da noch irgendwelche Fragen bestehen, falls ich noch andere Sachen zu Overlays, zur Bewegung von Overlays erklären soll, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Und andernfalls war es das jetzt erstmal mit dem Videos zum Bewegen von Overlays.